الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أما بعد، alles nur gebührt Allah سبحانه وتعالى، und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf außer Allah عز وجل، und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم sein letzter Gesandter und Diener ist. الحمد لله رب العالمين، mit der Gnade Allahs عز وجل. Befinden wir uns jetzt im letzten Unterricht von Surat Qaf in Ramadan. Alhamdulillah, und beenden heute die Surah. Und da auf jeden Fall gebührt Allah Azza wa Jal voller Dank, dass uns das möglich gemacht hat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wir lesen inshallah die Ayat und danach von Vers 36 bis Vers 45. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا. كم أهلكنا قبلهم من قرن. يا 36 طه، دو كانس السياق لازم. وكم أهلكنا قبلهم من قرن. وكم أهلكنا قبلهم من قرن. من قرن. هم أشد منهم بطشا. هم أشد منهم بطشا. فنقبوا في البلاد. فنقبوا في البلاد. هل من محيص. هل من محيص. إن في ذلك لذكرى. إن في ذلك لذكرى. لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما. وما بينهما في ستة أيام. وما بينهما في ستة أيام. وما مسنا من لغوب. وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون. فاصبر على ما يقولون. وسبح بحمد ربك. وسبح بحمد ربك. قبل طلوع الشمس. قبل طلوع الشمس. قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه. ومن الليل فسبحه. فسبحه وأدبار السجود. فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. من مكان قريب. من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق. يوم يسمعون الصيحة بالحق. الصيحة بالحق. الصيحة بالحق. ذلك يوم الخروج. ذلك يوم الخروج. إنا
نحن نحيي ونميت، إنا نحن نحيي ونميت، وإلينا المصير، وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، عنهم سراعا، عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون، نحن أعلم بما يقولون، وما أنت عليهم بجبار، وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن، فذكر بالقرآن، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. طيب دي Verse geehrte Geschwister im letzten Mal wir haben ja darüber gesprochen über diejenigen die in das Paradies kommen und diejenigen die in das Höllenfeuer kommen der Verleugner der diese fünf Eigenschaften hat die wir dem Unglauben dass er widerspenstig ist und so weiter und so fort was wir im letzten Unterricht gemacht haben haben wir erwähnt und wir haben als Gegenpart hat Allah Azza wa Jal was dann wen genannt die Leute des Paradieses يا من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب derjenige der den Alabama im Geheimen fürchtet und mit einem ruhigen Herz zurückkehrt ja und dass diese Person sozusagen das Paradies betreten wird mit Frieden und Sicherheit vor jedem Trauer und jeder Krankheit und jedem Übel ja alles was schlecht ist wird es dort nicht geben طيب und Allah beendet dann diese Verse die vorigen Verse dann dass sie in diesem Paradies alles haben werden, was sie möchten und bei uns gibt es noch mehr. Damit haben wir beendet. Wir haben gesagt, dass Allah Azza wa Jal im Paradies alles bekommen wird, dass Allah Subhanahu wa Ta'ala die Paradiesbewohner alles geben wird, was sie haben möchten und sie werden noch mehr bekommen. Und wir haben gesagt, was ist das noch mehr? Wenn Allah Azza wa Jal immer erwähnt, dass die Paradiesbewohner alles bekommen werden und noch mehr erhalten, wenn Allah Azza wa Jal und Allah Azza wa Jal sagt, und bei uns gibt es noch mehr, was heißt das? Wie hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam das erklärt? Dass man Allah Azza wa Jal sehen kann. Damit ist das gemeint. Allah Azza wa Jal erwähnt das im Koran an mehreren Stellen und bei uns gibt es noch mehr. Dieses noch mehr, nachdem er die Gnaden im Paradies, die Belohnung erwähnt hat, sagt Allah Azza wa Jal danach, bei uns gibt es noch mehr, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das erklärt, indem er gesagt hat, dass damit was gemeint ist, dass man auf Allah subhanahu wa ta'ala schauen darf. طيب. Nach dieser gewaltigen Vorführung der Zustände des Jenseits und ihrer schrecklichen Ereignisse, geehrte Geschwister, für die Kuffar von Quraysh, die den Tawhid was verleugnet haben, die Prophetenschaft auch verleugnet haben und die Rückkehr verleugnet haben, das alles, also mit Tawhid meine ich damit nicht, dass sie Allah ta'ala verleugnet haben, dass er der Erschaffer ist und so weiter und so fort, sondern damit ist gemeint, dass sie neben Allah Azza wa Jalla andere Götter angebetet haben. Das ist damit gemeint. Sie haben auch die Gesandtschaft des Propheten sallallahu alaihi wa sallam verleugnet und die Rückkehr, al-Ba'th. Diese, wenn ihr euch am Anfang im ersten Unterricht erinnern könnt, über die logische Antwort von Allah subhanahu wa ta'ala auf diese Qurayshiten, wie sie erklären wollten, dass man nicht zurückkehrt, so hat Allah Azza wa Jal sie auf sie geantwortet. Das wäre es nicht einfach. Wäre es nicht schwerer gewesen, von null auf also die Schöpfung überhaupt auf die Welt zu kriegen, genau. Sozusagen, dann ist das doch ein leichteres. Genau, Baraklafik, sehr gut. Dann ist das ein leichteres. Ja? Weil sie haben gesagt, wie kann es denn sein, dass sie zurückkehren, während wir dann zu Sand und zu Knochen geworden sind und sozusagen aufgelöst werden? Wie soll das alles, was aufgelöst wurde, wieder dann zusammenkommen, so wie es vorher war? Hat Allah Azza wa Jalla dann auf sie geantwortet, so wie ich euch anfangs erschaffen habe und das vom Verstand her schwerer ist, natürlich für Allah Ta'ala ist nichts schwer, aber
Wenn Allah Azza wa Jal sie aus der Nicht-Existenz, aus dem Nichts erschaffen hat, so hat Allah subhanahu wa ta'ala erst recht die Fähigkeit, das ist sozusagen die Verbindung, dann erst recht hat Allah subhanahu wa ta'ala die Fähigkeit, sie wieder zurückzubringen, wenn er sie aus dem Nichts erschaffen hat. Ja, das ist die logische Verknüpfung. Durch diese Handlung von den Qurayshiden, diese Kuffar von Quraysh, haben sie sich dadurch was ausgesetzt? Der Strafe Allahs Azza wa Jal. Und so berichtet Allah Ta'ala seinem Gesandten jetzt, indem er sagt, وَكَمْ أَهْلَكْنَا indem er sagt, wie viele Geschlechter vernichteten wir vor ihnen, die eine stärkere Gewalt hatten. Gewalt damit ist gemeint, Kraft und Macht hatten. Mächtigere, stärkere Völker als ihr. Das heißt, eure Vernichtung ist dann viel einfacher. Dann ist eure Vernichtung viel einfacher. Ja? Nämlich, dass sie sozusagen Kraft und mehr Macht hatten. Und als zu diesen mächtigeren Völkern und stärkeren Völkern zu ihnen die Strafe kam, was haben sie gemacht? So sind sie geflüchtet, um einen schützenden Ort zu suchen. Ja? Deswegen sagt Allah Ta'ala, فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ فَهَلْ مِنْ مَحِيصٍ Ja, so haben sie was, so haben sie sich in den Landstrichen umher, sozusagen gezogen, sind sie umhergezogen, dann sagt Allah Ta'ala, فَهَلْ مِنْ مَحِيصٍ Gibt es einen Entrinn? Gibt es eine Flucht? Nein, es gibt keine Flucht. Das heißt, diese Völker, die mehr Macht hatten und mehr Stärke hatten, die Strafe verdient haben, sind geflüchtet und haben keinen schützenden Ort gefunden, dann erst recht ihr Quraysh auch nicht. فهل من محيص؟ Gibt es einen drin? Nein, gibt es nicht. طيب. Danach sagt Allah subhanahu wa ta'ala, إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى Er sagt Allah subhanahu wa ta'ala, sinngemäß, darin ist wahrlich, und natürlich darin, was ist damit gemeint? Darin ist wahrlich. Worauf bezieht sich darin, dieses Wort? Auf das, was vorher erwähnt wurde. Wie viele Geschlechter vernichteten wie vor ihnen? Ja, die eine stärkere Macht hatten, sie sind in den Landstrichen umhergezogen, gibt es eine Flucht? Nein. Dann sagt Allah Ta'ala, darin, in dieser Erwähnung, die gerade stattgefunden hat, die wir gerade erwähnt haben, darin ist wahrlich, ja, was? La dhikra, als eine Ermahnung. Eine Ermahnung. Eine Ermahnung, eine Erinnerung, damit der Diener sich ermahnen lässt, der was ein? لمن كان له قلب أو سمع وألقى السمع وهو شهيد. Das heißt, drei Sachen hat er, den die Ermahnung nutzt. Erstens, der hat ein lebendiges Herz. Zweitens, der hört zu, ja? Und er ist geistig anwesend, das heißt, mit seinen Emotionen und mit seinen Gefühlen. Ist er anwesend mit seinem Geist, mit seinem Bewusstsein, ist er anwesend, wenn die Ermahnung erfolgt. Mit diesen drei Sachen, dann lässt sich auch eine Person erinnern. Für diese Person wird es eine Ermahnung sein. Inna fi dhalika la dhikra. Ja, darin ist wahrlich, was wir bereits erwähnt haben, dass so wie so viele Geschlechter vor euch vernichteten, ja, und das ist natürlich eine Ansprache an uns, dass wir auch nicht so sein sollen wie die Qurayshiten. Und die Qurayshiten in ihrer Zeit eine Ansprache nicht so sein sollen wie die Völker vor ihnen. Und so sozusagen versteht man das. طيب. Allah subhanahu wa ta'ala sagt ja dann danach, und wir haben ja die Himmel und die Erde und das, was dazwischen ist, in 6 Tagen erschaffen. Sagt Allah azza wa jal. Nämlich der erste Tag, wann war das? Die Erschaffung am Sonntag. Und der letzte Tag, ein Freitag. Und diese, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, diese Handlung, die beschreibt Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ Wobei uns keine Ermüdung überkommen hat. Nämlich Anstrengung in dieser Handlung. Und das ist eine Antwort Allahs azza wa jal an wen? An einem Teil von den Anhängern oder Leute der Schrift, die gesagt haben, dass Allah subhanahu wa ta'ala
die Erschaffung der Himmel und der Erde am Freitag vervollständigt hat und sich hat er dann am Samstag dann ausgeruht. Oder ayyadhu billah. Ja, ausgeruht. Und deswegen ruhen sie sich, diese Gruppe, am Samstag aus. Okay? Deswegen ruhen sie sich am Samstag aus. Ashabus Sabt. Okay? Diese Gruppe. So hat Allah subhanahu wa ta'ala geantwortet auf sie. وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ. Wobei uns keine Ermüdung überkommen hat. Wir glauben aber als Muslime, Allah subhanahu wa ta'ala hat alles in 6 Tagen erschaffen und musste sich nicht danach ausruhen, sondern Allah azza wa jal überkommt keine Ermüdung. Sondern Allah azza wa jal sagt, kun und muss nicht und braucht nicht sozusagen dafür Anstrengung oder Ermüdung. Danach sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und das ist auch was sehr, sehr Schönes. Wasbir ala ma yaqulun. So ertrage standhaft, was sie sagen, und lobpreise deinen Herrn. Bedeutet, nämlich, an wen ist die Ansprache? An Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O unser Gesandter, sei geduldig gegenüber das, was sie, also das heißt, die eine Gruppe von den Leuten der Schrift, die wir gerade beschrieben haben, und den anderen, was die auf Kufr, auf Unglaube sind, die auf Unglaube basieren und Falschheit. Allah Azza wa Jal sagt zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suche Unterstützung darin, nämlich in der Geduld. Und natürlich ist das was? Schwer. Es ist schwer. Ja? Durch das Gebet und Lobpreisung vor dem Aufgang der Sonne und vor dem Untergang und einem Teil von der Nacht, da preise ihn und am Ende, sozusagen, am Ende diese Angelegenheit, wie Allah subhanahu wa ta'ala in diesen verschiedenen Zeiten beschreibt. So umfasst diese göttliche Anweisung von Allah azza wa jal die 5 Gebete. Die 5 Gebete. Und wenn wir dann gucken, قَبَلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ, wenn wir jetzt im Koran danach gucken, heißt es ja in den Ayat, die wir gelesen haben, قَبَلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ, vor dem Sonnenaufgang, welches Gebet? Fajr, ja? وَقَبَلَ غُرُوبِهَا, und vor ihrem Sonnenuntergang, welche 2 Gebete? ظُهُرُ الْعَصْر. ظُهُرُ الْعَصْر. Genau. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحُوا وَأَدَبَارَ السُّجُودِ. Und einen Teil von der Nacht. Was ist damit gemeint? Nee, welche Gebete? Maghrib und Isha. So haben wir alle 5 Gebete. So haben wir dann alle 5 Gebete. Und was für eine vorzügliche Gnade ist es, die Unterstützung, was in der Geduld und im Gebet. Und deswegen, wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihn etwas getroffen hat, was ihn traurig gemacht hat, so hat er sich was zum Gebet aufgestellt. Ja, stellt euch mal vor, also wenn Allah subhanahu wa ta'ala im Koran erwähnt, auch in verschiedenen Versen, wasta'inu bis-sabr was-salah, und sucht Unterstützung in der Geduld und was im Gebet. In der Geduld, wenn eine Person Schlechtes trifft oder ein Unglück ihn trifft, jemand stirbt in der Familie, so zeigt er Geduld und ist gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala nicht widerspenstig und beschwert sich über Allah azza wa jal. So ist das, was verständlich und klar und deutlich, was damit gemeint ist. Aber was ist mit dem Gebet gemeint? Warum man sucht Unterstützung im Gebet? Jetzt stellt euch mal vor, geehrte Geschwister, eine Person, jemand tut ihm Unrecht und er steht im Gebet und dann fängt er an, diese Verse zu lesen. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawm al-Din. Der Herrscher am Tag des Gerichts, während ihm Ungerecht zugefügt wurde. Und beendet diese Verse, diese gewaltigen Verse. Und liest da vielleicht andere Verse, die damit zu tun haben, dass Allah Azza wa Jal keinem Unrecht zufügt. Und am Tage der Auferstehung jeder sein Recht bekommt. Ja, wenn er diese Verse liest und das natürlich mit Bewusstsein, das Gebet beendet, wie denkt ihr, wie sein Zustand ist, wenn er das Gebet verlässt? Zumutungszuspruch. Subhanallah. Und das ist das Gebet, das dieser Person innere Ruhe gibt. Was innere Ruhe gibt. Und Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt ja die Geduld.
Weil die Geduld ist die Grundlage für alles. Und ein Beten, da kannst du nicht sein, außer mit? Außer mit? Ein betende Person kann nicht seine Gebete ausführen, außer mit? Ne, mit Geduld. Mit Geduld, mit Sabr. Deswegen sucht Unterstützung in der Geduld und im Gebet. Und es das heißt nicht, sucht Unterstützung im Gebet und dann in der Geduld. Ja? Deswegen, eine Person, und die Geduld, geehrte Geschwister, ist eine edle Eigenschaft. Ist eine edle Eigenschaft. Sie ist bitter im Geschmack. Aber der Ausgang von Geduld ist was? Leckerer und süßer als der Honig. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, er sagt, As-sabr min al-iman. Er sagte, die Geduld gehört zum Iman, die Geduld gehört zum Iman, wie in derselben Stufe, wie der Kopf vom Körper. Um die Geduld auszudrücken, wie wichtig sie ist. Warum? Weil wenn die Person, dessen Kopf abgetrennt wird, was passiert mit dem Körper? Überlebt er nicht mehr. Wenn du aber einen Finger abtrennst, dann überlebt der Körper. Und was ist, wenn du deine Geduld von der Religion weg entfernst, dann überlebt die Religion nicht mehr. Und deswegen hat er dieses Beispiel geprägt, ja, dass die Geduld vom Glauben ist, so wie in derselben Stufe der Kopf vom Körper. Und die Geduld hat Allah subhanahu wa ta'ala auch in verschiedenen Surah genannt, wie zum Beispiel in Surah Al-Asr, in dem er sagt, Al-Asr, inna al-insana la fi khusr, illa alladhina amanu wa aminu s-salihat, wa tawasaw bil-haqqi wa tawasaw bil-sabr. Guck mal. Außer diejenigen, jeder Mensch ist in Verlust. Außer diejenigen, die glauben, das heißt, die sich Wissen aneignen. Danach rechtschaffene Werke, amilus salihat, rechtschaffene Werke ausführen. Das heißt, nach dem Wissen kommt die Tat, die rechtschaffene Tat. Danach begrenzt du nicht nur dein Wissen und deine rechtschaffenen Handlungen nur auf dich selber, indem du nur dich selbst nützt, sondern was machst du danach? Dawa. Du nützt auch die anderen, die in deiner Umgebung sind, wie entsprechend deiner Fähigkeit. Und das alles, diese drei Sachen, damit sie fortdauern und anhalten, brauchst du was? Geduld. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt ja auch, meine Freude wurde mir im Gebet gemacht. Ja? وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ. Das heißt, meine Augenfreude, sozusagen meine Augenweide. Meine Augenweide, ja, meine Augenweide kann man, ist ein Ausdruck im Arabischen, ich weiß nicht, ob das jetzt richtig übersetzt ist, aber ist ein Ausdruck, قُرَّةُ عَيْنِ, ein Ausdruck der Freude vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass seine Freude und seine Ruhe im Gebet gemacht wurde. Und wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sozusagen die Gebetszeit eingetreten ist, dann sagte er zu Bilal ibn Rabah, Arichna biha ya Bilal. Ja? Gib uns Ruhe dadurch, o Bilal, indem er was zum Gebet aufrufen soll. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diese Adhan. Und heute aber, sie sagen das nicht, verhalten sich viele, indem sie zum Ausdruck bringen, Arichna minha. Yani, Arichna minha, yani. Lass uns damit in Ruhe. Nicht Arichna biha, guck mal, nur durch einen Buchstaben oder durch ein Wort ändert sich die ganze Bedeutung. Und am Ende der Niederwerfung, nämlich nach den fünf Gebeten, preist du ihn, während du im Zustand der Lobpreisung bist. Wie zum Beispiel, Subhanallah, Walhamdulillah. Lobpreist du Allah subhanahu wa ta'ala. Danach sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wastami', nachdem die Gebete erwähnt worden sind, ja, und lobpreise ihn am Ende der Niederwerfung, wastami', und höre zu am Tag, da der Rufer von einem nahen Ort ausruft. Und dieses wastami' hat eine bestimmte, dieser Ausdruck mit dem Zuhören, ist eine Art Erweckung des Interesses. Wastami', höre zu, wegen dessen, was er jetzt hören wird. Ja? Und die Rechtsgelehrten haben natürlich unterschiedliche Meinungen,
was damit gemeint ist, höre zu, mit dem Wort, was danach kommt, oder ist damit mit den Wörtern, was davor ist, gemeint? Ja? Also ist damit gemeint die Verse davor, und zwar die Verse, die wir jetzt nochmal, also ertrage standhaft, was sie sagen, und lobpreise deinen Herrn, und am Ende der Niederwerfung, sind damit diese Wörter gemeint, oder was danach kommt, was wir gleich inshallah lesen werden. طيب. Auf jeden Fall, was der Sheikh hier rahimahullah ta'ala sagt, واستمع, und höre zu, damit ist eine Art, die Bedeutung ist, weil wir davor was, weil Allah Azza wa Jalla anbefohlen hat, das Gebet zu verrichten. Wir haben ja über die fünf Gebetszeiten gesprochen, ja, die fünf Gebete und am Ende Niederwerfung und die Lobpreisung des Herrn. Damit ist sozusagen dieser Zusammenhang zwischen höre zu, واستمع, und der Anordnung Allah Azza wa Jalla davor, die zu beten und Geduld, in der Geduld die Unterstützung zu suchen. Und zwar, verrichte das Gebet und sie ist dein Proviant. Sie ist dein Proviant. Dieses Gebet, was du ausführst. Wohin? Für was? Für die Akhira. Für die Akhira. Und warte ab auf den Termin der Belohnung. Denn es wird stattfinden am Tag, der der Rufer für das Zustandekommen der Belohnung in der Geduld und im Gebet. Soll er dann diese Unterstützung suchen und warten auf diesen Termin, bis dieser Termin dann eintrifft. Deswegen, das ist sozusagen diese Verbindung, nachdem wir, und ich lese nochmal vor, Allah subhanahu wa ta'ala sagt sinngemäß, so ertrage standhaft, was sie sagen, und lobpreise deinen Herrn. Und am Ende der Niederwerfung, und höre zu, und höre zu. Davor haben wir über die Gebete ja gesprochen. Und jetzt höre zu. Am Tag, der Rufer von einem nahen Ort ausruft. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala möchte was? Dieses, das, als ob Allah subhanahu wa ta'ala sagen möchte, dieses Gebet und diese Geduld, worin ich dich anbefohlen habe, Unterstützung zu suchen, ja, das ist dein Proviant für das, was jetzt danach genannt wird, am Tag, der Rufer von einem nahen Ort ausrufen wird. Für das Zustandekommen der Belohnung und Abrechnung. Verstanden? Ja? Und am Tag, der Rufer, wer ist der Rufer? Na, ja, genau, wer ist das? Nee, Israfil, Barakallahu fik. Von einem nahen Ort ausruft, nämlich höre zu, oh du Angesprochener, am Tag, der Israfil von einem nahen Ort ausrufen wird, von wo, was ist dieser nahe Ort? Die Rechtsgelehrten sagen, damit ist der Felsendom gemeint. Der Stein, ja, der Fels von Jerusalem. Ja, Beit al-Maqdis ist damit gemeint. Von da aus wird er rufen, sagen die Rechtsgelehrten. Weil sie sagen, das ist sozusagen, aber das ist Ijtihad, das ist jetzt kein religiöser Text. Sie sagen, weil das ist der nächste Ort am nahesten zum Himmel. Am nahesten zum Himmel. Allah, ob das jetzt stimmt oder nicht. Das ist aber eine Aussage von den Rechtsgelehrten, kein belegter Text vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ja? Wo das jetzt genau aus, von wo aus das wirklich tatsächlich ist. So sagt der Rufer, und das ist Israfil, und da gibt es eine längere Aussage. Ich habe jetzt dazu keinen authentischen Text gefunden, aber was hier ein Teil davon erwähnt wird, wahrlich Allah befiehlt euch zum entscheidenden Urteil zu versammeln. Welche Urteil ist das? Zur Abrechnung. Zur Abrechnung. Weil wir haben ja gesagt, es gibt zweimal findet das statt, wo Israfil a.s. ins Horn bläst. Einmal zur absoluten und dann wieder zu Al-Ba'ath zurückkehr, und das ist dann das zweite Mal. Das ist jetzt das zweite Mal, und wir haben ja in den vorigen Unterrichten das erste Mal erwähnt, wo wir gesagt haben, wa nufikha fis-sur. Könnt ihr euch noch erinnern? Die Eier, wa nufikha fis-sur. Wo wir dann über, wo dann dieser Treiber und Zeuge kommen wird. Genau, da. Das ist das erste Mal, und jetzt ist das zweite Mal. طيب. Allah Azza wa Jal sagt, am Tag, da sie den Schrei in Wahrheit hören werden, und das ist natürlich das zweite Mal jetzt hier, und zwar die Rückkehr. Allah Azza wa Jal, dalika yawm al-khuruj, das ist der Tag des Herauskommens. Von den was? Von den Gräbern. Ja? Und die Verleugner werden dann für ihre Verleugnung, ihre Strafe erhalten, wal'iyadhu billah. Allah subhanahu wa ta'ala sagt dann weiter sinngemäß, am Tag, da die Erde sie freilassend sich ihnen aufspalten wird und sie eilig hervorkommen,
Nämlich sie kommen eilig hervor durch das zuvor erwähnte, was ist? Durch das Aufspalten der Erde. Kommen sie was? Alle eilig hervor. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und dieses ist für ihn ein leichtes. Für subhanahu wa ta'ala. Yani wenn Allah azza wa jal die Erschaffung aus dem Nichts erschafft, dann erst recht, sie zurückzubringen, ist noch einfacher. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wir wissen sehr wohl, was sie sagen. Wir wissen sehr wohl, was sie sagen. Ja, diese Glaubensverweigerer. Und darin ist was? Eine was? Zu wen ist diese Ansprache? Und wir wissen sehr wohl, was sie sagen. An wen? Ja? Nee, an wen ist die Ansprache? Auf wen ist der Koran herabgekommen? Und wir wissen doch, was sie sagen. Wenn ich zu dir sage, ich weiß doch, was er sagt. Und was sie sagen. Wen spricht Allah Ta'ala an? Hiermit? Diese Information an wen? Nein. An den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Er spricht zu ihm. Wir wissen doch, was sie sagen. Dann gibt es was eine? Was ist darin, wenn Allah azza wa jalla diese, nicht nur irgendjemand sagt dir das. Wer sagt dir das? Der Kenner des Verborgenen sagt zu dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, während der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Prüfung und Leid und Kummer und Sorgen hat und Schmerzen hat, sagt Allah azza wa jalla, wir wissen sehr wohl, was sie sagen. Nahnu a'lamu bima yaqulun. Wer ist damit gemeint? Entschuldigung. Was passiert beim Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? Dann ist das was? Eine Art? Motivation, eine Art Tröstung für ihn. Trost ist das für den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ja? Aber auch gleichzeitig was? Eine Androhung an wen? An die Quraysh. Das heißt, guck mal, diese Eier. Die beinhaltet eine Sache, die gegenteilig ist, aber subhanallah, alles beides fließt dran trotzdem rein. Eine Tröstung für den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und eine Androhung für die Kuffar Quraysh. Allah azza wa jal sagt, وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ. Und du bist nicht als Gewalthaber über sie eingesetzt. Das heißt, du bist nicht der Besitzer von Macht, noch von Kraft, noch von Fähigkeit, damit du sie zum Glauben und zur Befestigung auf dem geraden Weg zwingst. Sondern deine Aufgabe, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, obwohl du, O Gesandter Allahs, nicht imstande bist, وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ, du bist nicht was, Besitzer von Macht und Fähigkeit und Kraft, sie zum Glauben zu zwingen, da du sowieso nicht diese Fähigkeit hast und nicht imstande bist, sondern deine Aufgabe ist was? Wie? Zu warnen, barakallahu fik, die Leute zu erinnern. Deswegen sagt Allah Ta'ala, weil du nicht imstande bist, ja Rasulallah, und nicht die Kraft hast, die Leute zum Glauben zu zwingen, deswegen sagt Allah Subhanahu wa Ta'ala, فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ. So ermahne mit dem Koran, für wen? مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ. Erinnern tun sich wer? Ermahnen tut sich wer? مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ. Wer meine Androhung überfürchtet, der wird die Ermahnung annehmen. Deswegen sagt Allah Ta'ala sinngemäß, darum ermahne nur mit dem Koran, folglich, wer meine Androhung fürchtet. Wer meine Androhung fürchtet, und das sind was, wer? Die wahrhaftigen Gläubigen und die rechtschaffenen Muslime, die diese Androhung fürchten und deswegen sich ermahnen lassen. Und damit, Alhamdulillah, zu Ende und kommen jetzt nun zu den Nutzen der Verse. Erstens, die Gesetzmäßigkeit der Angstmachung der Ungehorsam und Verleugner mit der Strafe. Dass man ihnen Angst einflößt mit der Strafe, und dass ihnen diese Strafe nahe kommt, nicht weit entfernt ist. Und Allah Azza wa Jal hat uns ja das ja vorgezeigt in den Versen, wie er diese Verleugner androht. Dann ist das für uns erst recht, dass wir auch diejenigen, die ungehorsam sind und die Strafe verleugnen, oder allgemein etwas verleugnen von der Religion, sie androhen auch. Natürlich mit Hikmah. Und Allah subhanahu wa ta'ala zeigt uns jetzt hier in den Ayat. Das heißt, Gesetzmäßigkeit der Angstmachung, der Furchteinflößung welcher Gruppen? Der Ungehorsamen und Verleugner. Mit was?
متى اشتغافه الله عز وجل. Zweitens, was wir oft aus diesen Versen lernen, aus einer Ermahnung Nutzen zu ziehen, müssen wir Muslime wissen, dass dafür bestimmte Bedingungen gelten. Erstens, dass diese Person ein lebendiges Herz haben muss. Ein dunkles Herz, totes Herz wird keine Ermahnung verspüren. Dann, dass die Person auch hinhört, nicht nur hört, zuhört. Es gibt einen Unterschied zwischen, irhamukallah, es gibt einen Unterschied zwischen hören und zuhören. Diese Ermahnung aber, die muss, da musst du zuhören und nicht nur hören. Und wie oft sitzen wir in Unterrichten, während eine Ermahnung erfolgt und wir hören nicht zu. Wir hören, aber wir hören nicht zu. Und drittens, dass diese Person auch mit seinen Sinnesorganen auch dabei ist. Wirklich mit seinem Ohr, mit seinen Emotionen, mit seinen Gefühlen, mit seinem Bewusstsein bei diesem Unterricht dabei ist. Und wenn du mit diesen drei Sachen in eine Ermahnung reingehst oder die Ermahnung auf dich wirken lässt, dann wird was die Ermahnung auch nützen bei dir. Diese drei Sachen. Und das beschreibt Allah Ta'ala in diesen Versen, die wir erwähnt haben. Dann drittens, die Pflicht der Geduld. As-Sabr ist wajib. Und die Hilfe suchen in dieser Verwirklichung durch das Gebet. Viertens, also wir haben jetzt drittens Pflicht der Geduld und darin, dass man auch darin in der Geduld und im Gebet Hilfe sucht und Unterstützung. Viertens, Gesetzmäßigkeit der Ermahnung und des Bittgebets nach dem Gebet. Ja, weil Allah Azza wa Jalla sagt ja, وَسَبِّحْهُ بِحَمْدِ وَإِدَبَارَ السُّجُودِ. Das heißt, nach dem Ende der Niederwerfung, فَسَبِّحْهُ, lobpreise ihn. Durch dieses Subhanallah, Alhamdulillah, lobpreisen wir ihn ja, Subhanahu wa Ta'ala. Ja? Das heißt, wir haben hier eine Gesetzmäßigkeit der Ermahnung und des Bittgebets nach dem Gebet. Nach dem Gebet, wie Allah Ta'ala hier uns anbefohlen hat, nachdem er die fünf Gebete sozusagen in den verschiedenen Zeiten nennt, sagt Allah Ta'ala danach, und lobpreise deinen Herrn. Nach dem Ende der Niederwerfung. Und fünftens, die Bestätigung der Rückkehr, haben wir hier wieder. Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt ja wie Israfil, von einem, der Rufer am Tag, der Rufer von einem nahen Ort ausrufen wird und so weiter, haben wir wieder hier eine Bestätigung von was? Der Rückkehr und ihrer detaillierten Anfänge, wie sie beginnt sozusagen. Das sind sozusagen die Anfänge. Und sechstens, die Ermahnungen nützen nur diejenigen, die lebendige Herzen haben. Weil Allah azza wa jalla sagt, فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَفُ وَعِيدٍ. Und das kann nur eine Person sein, die ein lebendiges Herz hat. طيب, Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Wir danken Allah Azza wa Jalla dafür, dass er uns diese Möglichkeit gegeben hat, die Surah zu beenden. Habe ich etwas Gutes gesagt, ist das von Allah Azza wa Jalla. Habe ich etwas Schlechtes gesagt, ist es von mir und Ash-Shaytan. Möge Allah Subhanahu wa Ta'ala von uns annehmen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Verse ein Beweis für uns sein lassen und kein Beweis gegen uns. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.